Schönen guten Tag und willkommen zu Deal or No Deal. Ich bin Howie Mandel. Ich meine Ineptias, also Jonas. Heute kann eine einzige Frage jemanden zu einem Instant-Millionär machen. So ähnlich wie Instant-Nudeln. Aber es wird nicht einfach. Man muss Glück haben und extrem gutes Timing. Aber was fehlt doch noch? Ladies? Die haben heute frei. So, und jetzt denke ich, ich kenne jemanden, der Lust hat, Millionär zu werden. Bitte begrüßen Sie meinen ersten Gast. Hey Tag, willkommen. Ich bin nicht glücklich. Ich wollte sagen, schön hier zu sein. Okay, gut. Erzähl uns ein bisschen von dir. Mein Name ist Jonas. Auf Social Media heiße ich Ineptias. Das ist Latein, heißt Dummheit. Das heißt, es wird vielleicht kritisch heute das Spiel. Aber ich sag keinen, wer wird Millionär, ne? Das ist ja hier nur ein bisschen random Zahlen sagen. Und Zahlen sagen kann ich. Zahlenraten bin ich Profi, weißt du, was ich meine? Habe ich tatsächlich studiert. An der RWTH Aachen. Hast du studiert? Ja. Okay. Deswegen glaube ich, dass ich gute Chancen habe, das Game hier zu gewinnen, sage ich dir. Sag's mir. Das ist ja gut. Schönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich ein Deal or No Deal. Let's play. Aber in cool. Ich habe schon alles erklärt. Ich wollte nur mal gesagt haben. Okay, lass uns beginnen, das Spiel zu spielen. Wir machen einen Millionär aus dir. Und das machen wir folgendermaßen. Wir haben 26 Koffer mit 26 verschiedenen Geldbeträgen von hübschen Models gehalten. Oder so was ähnliches. Der Toppreis ist, wie du weißt, 1 Million Euro. Die 25 anderen Koffer haben andere Beträge runter bis 1 Euro. Und du kannst jetzt die Millionen finden. Das machst du, indem du eine Nummer aussuchst. So einfach ist das. Hast du eine Nummer im Kopf? 26. Okay, das ist schwer. 26 ist halt schon nicht ganz 100, aber schon mehr als 50, ne? Das ist natürlich... Genau. Also du sagst, in einem von denen ist 1 Million drin. Das sag ich. Und in dem anderen ist 1 drin. 1 Euro. So ist es. Und die darf ich behalten dann? Darf ich behalten. So war ja. Ich wähle die 15. Okay, du hast Nummer 15 gewählt. Das ist dein Koffer. Du darfst behalten, was auch immer drin ist. Hoffentlich 1 Million Euro. Es sei denn, du entscheidest dich, ihn zu verkaufen. Darüber reden wir später. Lass uns rausfinden, was in deinem Koffer ist, indem wir die anderen öffnen. Wir starten, indem wir 6 Koffer öffnen. Ich soll 7 wählen? Sind es nicht sonst mal 6, die ich wählen muss? Aber wenn du sagst 7, dann machen wir 7. Ist okay, Mann. Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Die 9. Samantha, öffnet den Koffer bitte. Und das ist eine Lady. 1! Oh mein Gott! Ja! Ich sag dir ja, ich bin der Ultra-Profi in dem Scheiß. Der Ultra-Profi! Das hast du gesagt. Genau. 13, die Unglückszahl. Die wird jetzt gewählt. Nummer 13. 75! Woo! Sehr gut, der nächste Koffer. 19. Nummer 19. Woo. 5! 2! Ja! Also, ne? Ja, genau. 22. 23. Ich hab gesagt 22, du reckst der, Digga. 22. Das ist meine gleiche Lady. Oh, 50! Das sind aber nur welche von der linken Seite. Ja, das ist echt gut. Ist das irgendwie so ein Spiel, dass man das ist jetzt so, ist das so ein Fake-Spiel oder ist das echt so? Ich bin verwirrt. Echt so? Was soll das Fake sein? 2. Nummer 2. Ich will jetzt die 2. Fucking 100! Scheiße, ja! 24. Komm. Okay, ist... Naja. Ist okay, weißt du, was ich meine? Ist es noch okay? So 25.000 kann man sich... Der letzte Koffer, bitte. Der letzte sagst du, jetzt schon. Bis das Angebot kommt vom Banker. Ach so, nun bist der anruft. Okay, ich hab's... Die 23 steht ja so einsam. Ich glaube, ich will mal die 23, dass die mal getötet wird, ja? Aber als Kasten würde ich eher die 18 nehmen. Als Kasten nimmst du die 18, so. 400! Wieso ist das die Decke im Studio so tief? Es läuft bei dir, ist super. Wessen scheiß Telefon geht denn jetzt hier, Mann? Der Banker ruft an, das ist unser Telefon. Der Banker ist der Antagonist der ganzen Sache. Er ist dein Gegenspieler. Er möchte, dass du mit so wenig wie möglich hier rausgehst. Er nennt mir das ein Angebot, um deinen Koffer abzukaufen. Das heißt, je höher die Geldbeträge sind, die noch im Spiel sind, desto höher wird das Angebot sein. Ich gehe mal dran. Hallo? Aha, okay. Das erste Angebot vom Banker ist 48.000 Euro. Ich hab's Angebot verpasst, Mann. Ich muss kurz mal in Wiederholung gucken. Ja. 48.000 Euro? Da muss man ja zuschlagen. Aber es sind noch ziemlich hohe Zahlen im Spiel. Und du kannst sogar noch Millionär werden. Vergiss das nicht. Ja, stimmt. Also Deal oder kein Deal.
direkt nach der Pause. Meinst keine fucking Werbung, du Drecksdepp. Nicht? Willkommen zu Deal or No Deal. Der Game Show, in dem ich den Deal nehme. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Erzähl uns mal was von dir. Schönen guten Tag, ich bin Jonas. Bin 25 Jahre alt. 16 meinte ich. Guck mal, hab grad nicht nachgedacht beim Reden. Hab grad wissen, was ich meine. Genau. Nicht? Scheiße, Mann. Ich guck Deal or No Deal schon seit 2001. Immer ein riesen Fan schon gewesen von. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, der geht in Erfüllung. Traum. Damals. Ernsthaft, habe ich geträumt. Ungefähr einen Monat her habe ich geträumt, dass ich bei Deal or No Deal war. Hab ich gedacht, yo, bewerbe ich mich mal. Wir fangen an, ja, wir fangen an. Ich will natürlich den Koffer Nummer 5. 5 ist, super. Und ich sage den, da ist die Million drin. Du musst jetzt 6 Koffer öffnen. 7. 10 Euro. 10. Nur 10. 10 Euro ist gut, das ist gut. Sind Sie sicher? Da haben irgendwie noch ein paar Nullen rumliegen, obwohl im Koffer. Muss man ein bisschen drin wühlen. Nee, da gibt's nichts zu wühlen, aber das ist gut. 10 ist gut. Schön ist gut. Ja, Mann. Koffer Nummer 8. 1000. Nummer 9. 5. 5 ist gut, oder? 5 ist gut? Ist gut. Ist sehr gut. 5 ist gut, ja. Mein Herz pocht richtig dick, Digga. Ach so, das ist meine Hand. Fehlalarm. Ich würde sagen 10. 10.000. 10.000 in 10. Super, ey. Super ist das. 11. Koffer Nummer 11. Du bist es. 11. So wenig wie Olf. Mein Kumpel. Aber das ist jetzt 11. Nicht mein Kumpel. Das ist Koffer. Nur als Tipp, dass du nicht verwechselst. 1. Ich kann mich nicht entscheiden, Digga. Ich hab dich gerade gediggert, Digga. Ruhig. Nummer 12. 12. 12. Klapp auf, Mann. Mach nicht so ein Drama hier drauf, ey. Ich bin nicht fucking Millionär. Bist du nicht der eben hier war? Nein, bin ich nicht. Verpiesst euch jetzt. Okay. Dann, was sagt der Banker? Ich gebe mal ran. Das Angebot des Bankers liegt bei 3.000 Euro. Deal! Deal? Wo willst du jetzt hin? Okay, dann gucken wir mal, ob das eine gute Entscheidung war. In seinem Koffer, Koffer Nummer 5, waren 500.000 Euro. Und da er weg ist, nehme ich das einfach mal für ihn. Werbung? Du meinst keine Werbung? Ich sag, No Deal! Okay, No Deal. Okay. Dann kannst du jetzt wieder 6 neue auswählen. Ich soll wieder 6 auswählen. Kann ich mal irgendwie 1 machen erstmal und dann gucken wir nochmal nach dem nächsten Angebot oder so? Nee, das kommt erst später. Geht nicht, okay. Warum ist eigentlich die 23 noch nicht tot? Tot? 23, dich werde ich jetzt einmal ganz kurz. Aber nur kurz. Ganz kurz. Wir machen die 23 auf. 2 fucking 100! Ja! Ja! Ich zu Ende, kommt zurück, tut mir leid. Ich werd fucking Millionär. Wer wird Millionär? Ich werd Millionär! Wer wird Millionär? Ich werd Millionär! Wer wird Millionär? Das ist eine Wand. Ich werd Millionär! Du wirst Millionär. Puh! Jetzt sind wir aber warm, ey. Die letzte, 27 bitte. 26. 26. Wahrscheinlich auch im Koffer drin. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab den fucking Kofferinhalt nicht gesehen. Das ist doch. Ich kann euch mal das Replay angucken, Digga. Welches Replay? Ich hab vergessen, die Aufnahme zu starten. Was für ein Replay denn? Okay, letzter Koffer. Nein, es sind noch 4. Dann letzter vor 3. 25, erste Reihe ist jetzt komplett leer geräumt. 10.000? Okay. Ist okay. Ist okay. Noch 3 muss ich wählen. Und deswegen wähle ich jetzt die 3! Bruder. Also ich meine Nummer 3, nicht 3 Koffer. Ich meine jetzt 3, Nummer 3. Achso, Nummer 3, ja. Digga, 10! Schakalakalu! Tut mir leid. Ich sag immer, wie viele Tage hat die Woche? 7 Tage hat die Woche. Also werde ich Koffer Nummer 6. Was? 300! Tut mir leid. Digga, die fucking linke Seite ist komplett weggeräumt fast. Und rechts ist noch dick was drin. Also wenn da jetzt vom Banker kein richtiges Offer kommt, dann sage ich dem Banker auch, ey, soll ich mal der richtige und Nummer 11. Oh. Die Tante ist eine richtige Dreckstante. Ich bock dich gleich weg, Nummer 11. Warum sagst du nichts vorher? Die Show ist scheiße, Mann. Nee. Okay. Okay. Oh, der Banker ruft wieder an. Hallo? Okay, ja. Der Banker macht folgendes Angebot. 93.550. Ich habe noch 8 Zahlen unter der Summe und 5 Zahlen über der Summe. Super. Die Zahlen über der Summe sind halt schon deutlich sexier als die Zahlen unter der Summe.
Und wie wir alle wissen, Mathematik, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Untersummenbestimmung, dies, das. Ich weiß doch nicht, was du meinst. Wir machen weiter. Wir machen No fucking deal! Wie kann man das Ding zusammenklappen? Hier ist kein Ding zum Zuklappen. Was mache ich jetzt? Ja, Billo-Version hier. Mach was. Sag einfach. Nix, okay. So, jetzt musst du 4 Koffer öffnen. 4 nur noch. Willst du dich verarschen? Oh mein, 4 ist gut. 4 ist gut. Tut mir leid. 4, weniger ist besser. Weißt du, was ich meine? Weniger ist mehr. Da kennt man sich auch. Da habt ihr gut gedacht. Gut vom Kopf her. Gut. Genau, das haben wir. Ich war aus der Kamera raus. Tut mir leid. Ich war aus dem Bild raus. Es tut mir leid. Psst, es tut mir leid. Schrei mich nicht so an. Es tut mir leid. Ich hab nichts gesagt. So, ich muss noch 4 wählen. Und deswegen bin ich jetzt nochmal 4. 750, ja. Der letzte. Nur noch 3 auf der linken Seite. Nur noch 3 auf der linken Seite. Ich bin ein fucking Genie. Weißt du, was ich meine? Weil 3 links und 3 oben. Und das ist schon mal ziemlich stabil. Ohne Symmetrie machen wir nichts. 14. Koffer Nummer 14. 14. 400.000! Was? Nein! Die Frage ist jetzt, wenn in meinem Koffer 100.000 drin ist, ist die Differenz 90.000 ja nicht so groß gewesen. Das heißt, ich hätte einfach das fucking Opfer nehmen sollen, Digga. Du hättest das Opfer nehmen können. Aber vielleicht kannst du das nächste Opfer nehmen. Du musst noch 2 Koffer öffnen. Nehme 7 wegen Symmetrie. Beispielsweise 7 Symmetrie und 1.000, okay, das ist gut! Das ist gut! Ist das gut? Das ist gut, oder? Das ist gut, ja, das ist gut. Nice, Mann. Noch ein Koffer. Und wir wählen die Nummer 1! Oh! Naja, okay. Oh, der Banker ruft wieder an. Ich geh mal ran, ja? Hallo? 142.070. Das Offer ist richtig dick, Digga! Das fucking Offer ist richtig dick. Aber so eine wichtige Entscheidung kannst du nicht alleine treffen. Du hast Leute mitgebracht. Wer ist das? Das ist mein Mutter. Das ist mein Kater. Aha. Und das ist mein Sohn. Das ist ein Fleck. Haha, nimm es gut! Wir können das hier nehmen als Knopf. Deal or no deal. Und die Wahrscheinlichkeit sagt mir, ich soll das Offer nehmen, weil... Ich mache Profi bin. 142.000 ist schon ziemlich viel Geld. Das heißt, I take the deal. No deal. Was machst du? Take the deal. 142.000 Euro. Ich wollte den Knopf doch nur drücken. Wieso drücke ich denn das Ding runter, Mann? Ich wähle Nummer 16, weil es immer noch symmetrisch danach. 16, du bist dran. 25! Ja! 20. 5.000. Okay. Einen letzten Koffer. Was macht ihr denn? 12, 5. Seid ihr dumm? 21 ist symmetrisch, das einzige, was geht. Okay, Lady, mit dem Koffer Nummer 21. Dich werde ich. Nummer 21, Selze. Selzte. In diesem Koffer könnten jetzt 1.000.000 Euro drin sein. Es könnten aber auch genauso gut 15 Euro drin sein. Ja, bla bla, ich weiß. Mach mal ein bisschen flott jetzt hier. Öffne den Koffer. Okay, jetzt. Ja, okay. Ist aber die gleiche Frau? Fuck! Die 500.000 sind weg. Oh, wir kriegen einen Anruf. Werde ich ihm sagen. Danke. Tschüss. Das neue Angebot vom Banker. 185.946 Euro. Das war fast hochgegangen, Digga. Deal or no deal? Deal! Ich habe 185.000 gewonnen! Woo! Du hast das Angebot angenommen. Und jetzt gucken wir mal, ob es eine gute Entscheidung war. Wir öffnen deinen Koffer. Koffer Nummer 15. Du hast diesen Koffer für 185.000 Euro verkauft. Machen's auf. Und jetzt gucken wir, was drin ist. Oh. 300.000? Du bist kein Drache, hör auf. Ich hätte fucking 300.000 gewonnen. Aber ist okay. Digga, was ist denn falsch bei euch? Die Differenz ist nicht ganz so groß. Ich raste aus, Mann. Ich raste aus. Raste ein. Ich raste wieder ein. Okay, danke. Super. Aber ich meine, 180... Was nochmal? 100 Dinge sind es 80.000. Ist immer noch deutlich mehr als 1, 2 oder 3. Ich habe 185.000 Euro gewonnen! Yay! Das ist der beste Tag meines Lebens! Noch besser als damals im Knast. Aber was war ich gar nicht. Tut mir leid, das war ich nicht. Aber kannst du oben angucken. Hey! Auch Profi-Dings hier. Profi-Studio. Deal or no deal? Das ist die Frage.